Einkaufscenter und Discounter bin ich immer schlecht gelaunt. Gelaunt. Im endlos großen Supermarkt, da droht mir gleich ein Herzinfarkt. Infarkt. Da liegen die Regale voll, ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Da wird das Kaufen zur Tortur, ich geh zu Tante Emma nur. Dem Tante Emma laden, an der Ecke vis-à-vis. Wenn an der Tür die Glocke bimmelt, ist das beinahe schon Nostalgie. Im Supermarkt bin ich allein, beim Suchen hilft mir da kein Schwein. Kein Schwein. Ich schieb die Karre hin und her und schau bei anderen, was kauft der? Kauft der. Dann steh ich Schlange beim Bezahlen, da das ist gar nicht auszumalen. Oh. Ich weiß, wo ich noch Kunde bin, ich geh zu Tante Emma hin. Dem Tante Emma laden, an der Ecke vis-à-vis. Wenn an der Tür die Glocke bimmelt, ist das beinahe schon Melodie. Ja, bei Tante Emma ist privat, sie ist kein Warenautomat. Sie sagt, wenn ich nicht zahlen kann, was macht das schon? Dann schreib ich an. Ich kann. Wenn Tante Emma nicht mehr ist und ein Discount den Laden frisst, oh, setz ich mich auf den Bürgersteig und trete in den Hungerstreik. Im Tante